Spuk. Guten Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. What the hell? Fängt schon mal gut an. Wer ist das? Ist das unsere Mutter? Ist ja gar nicht unheimlich hier. Wo führt sie uns hin? Was will sie uns zeigen? Was passiert hier? Ach so. Jodie. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Ich glaube, das ist seine Tochter, die auf verunfallt ist. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Der arme Nathan. Das muss hart sein.
Beta-Sonne. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Werden wir sehen, ob das stimmt. Department of Paranormal Activities, National Defense Laboratory. Diese Pentagon-Obermacker kann ganz schön nerven, hm? McGrath macht mich krank. Der Typ ist so ein zynisches Arschloch. Weißt du, es wäre für das ganze Land eine Wohltat, wenn ich ihm Aiden auf den Hals schicken würde. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Ich hätte die Mission nicht annehmen sollen. Ich habe an nichts anderes gedacht als an meine Freiheit, und das war dumm. Was wirst du jetzt tun? Gehen. An einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal, Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Ich bin nicht bereit. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stöffchen. Kommst du gleich nach? Nein. Ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Dir lang, Jody. Wir wirklich eines Tages ein normales Leben führen können. Das steht wohl in den Sternen. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich mal Entscheidungen treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Was sagt uns mein Hit? Wenn
nennen ihn Betasonne. Der mächtigste Kondensator der Welt. Hier dehnt die Infrawelt sich um ihn aus. Und sie ist leicht zu studieren. War jemand da drin? Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Da drin ist nichts außer wilden Albträumen. Komm mit, wir gehen. Sieht mir irgendwie fast zu mächtig aus, dass man es nicht kontrollieren kann. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Das werde ich machen. Ja, bitte? Nathan hat es wohl zu einem großen Tier hier geschafft, wie es aussieht. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Ich fange ein neues Leben an. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Hat mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert, aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Alan. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein.
Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Nathan. Nein. Nein. Tu das bitte nicht. Ihre Stimmen sind verschwunden. Seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jody, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Man kann ihn verstehen. Aber trotzdem ist es nicht das Richtige. Du warst das! Ach du Scheiße. Sieh mir fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr! Du lügst! Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein! Oh mein Gott. Du folterst sie, Nathan. Das kommt gar nicht gut raus. Wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts! Verstehst du mich? Gar nichts! Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Er muss sie loslassen. Irgendwann muss die Zeit kommen, um Frieden zu finden. Und ich glaube nicht, dass er das jemals machen wird. Müssen wir jetzt hin? Scheint wohl richtig zu sein. Ich hoffe, dass... What? Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Oh no. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Was? Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Was für Schweine. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar
für ihre Hilfe. Das könnt ihr nicht machen. What the fuck? Und ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass das alles gut, ein gutes Ende findet. Aber es scheint mir wohl nicht so. Jody. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon? Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Holy shit. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Nein, hast du nicht. Alles wird einfach perfekt sein. Nein. Nein, wird es nicht. Hab Vertrauen in mich. Alles. Alles wird gut ausgehen. Nee, ist nicht so größenwahnsinnig und von seinem Experiment überzeugt. Schaut euch an, was sie mit uns machten. Du schaffst das nicht ein. Versuch was anderes. Hol Hilfe. Schnell. Cole. Wo ist der Rest vom Team? Er will uns helfen. Meg? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Komm schon. Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Leute, helft mir bitte. Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Nein. Außer Aiden. Aiden? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte... Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Kommt schon, Leute. Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Gut. Und jetzt? Hier lang. Dort. Was tust du denn, Aiden? Wir laufen im Kreis. Okay, verstehe. Da war ja noch was. Gut. Und jetzt? Dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Ja. Ich hoffe, sie kommen rechtzeitig zu uns, um uns zu helfen. Shit.
Cole Freeman. Ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Really? Aiden wird das schon regeln. Schleust uns an ihm vorbei, Aiden. Tisch 42, hallo? Hallo? Wir können. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton? Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Na also. Geht doch. Schnell halten. Führ uns zu Jody. Jody! Sie ist raus. Komm her. Nathan. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Holy shit. Das Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Nein. Nein, ist okay. Ist okay. Hier lang. Heilung. Nein, komm, fuck. Er ist nicht wahnsinnig. Einfach nur. Fucking Wahnsinn. Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Sofort raus hier! Scheiße! Ach du Scheiße! Sieht gar nicht gut aus. Nein! Nein! Mein Gott! Wir können sie nicht stoppen! Der Schild funktioniert nicht! Nur sie können das noch stoppen! Dorkin, ja. Wahnsinnig! Das Feld ist weg! Jetzt verjagen sie diese gottverdammten Monster los! Ja, genau! Ich sollte sie töten, McGrath. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie sie. Gehen Sie mir aus dem Weg! So ein Drecksack. Sie werden mich sofort ausbringen, Clayton. Hey, Clayton, das ist ein Befehl. Verdient. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Ja, du auch. Wir werden allen sterben. Oh Mann. Einfach nur traurig. Was kann ich machen? Es funktioniert nicht.
Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Warte. Eine Sache kann ich noch versuchen. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, hier lass das Militär bezahlen für den Mist. Ich komme nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Wir schaffen das. Ryan? Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Ach du Scheiße. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Holy shit. Das kann jetzt was werden. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Dann los! Du Scheiße. Holy shit. Komm schon, Cole. Fuck! Jody, sie kommen! Jody, nein! Doch, sicher. Komm, komm schon, komm schon. Ohne mich weitergehen. Nein, nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Oh. Hat uns jemand geholfen?
Captain hat getan, was er konnte. Wir schaffen das. Wir müssen das schaffen. Was für ein Ding. Ich habe keine Zeit mehr. Ich wollte ihm sagen, wie sehr ich liebe, aber ich konnte nicht. Hörst du das? Du darfst nicht hinhören. Geh weiter. Ich kann nichts vergessen. Nein, es ist nicht möglich. Wer sind die? Das muss so wahnsinnig sein. Hör nicht auf Stimmen. Ryan! Oh nein. Ryan! Wo ist Ryan hin? Scheiße. Ernsthaft? Nein. Du tust Jody nichts an. Bevor dies passiert, wirst du sterben. Du hast es nicht anders gewohnt. Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Du kannst das groß beenden, Jody. Tu es. Tu es für mich. Ich werde aus dem Typen nicht schlau. Ich werde einfach nicht schlau aus dem... Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Nelson wurde einfach zu wahnsinnig.
die schon wieder. Die haben uns noch gefehlt. Verdammtes Mistvieh. Scheiße. Verflippte Monster. Ohne Dämmungsgürtel wären wir tot. Oh shit. Mein Eindämmungsfeld ist kaputt. Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Denk da. Mir muss was einfallen. Hier. Nein, 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 was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Betasonne. Jetzt nimm das und tu es. Diese Dinger werden dich zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Ach du Scheiße. Oh Mann. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Wie weit ist es denn noch zum Kondensator? Komm schon. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es gibt mich, Jody. Es ist zu spät. Es muss gehen. Wir müssen das Ganze hier stoppen, für ein für alle Mal. Schon. Alter. Da drüben ist er. Kondensator. Haben es fast geschafft. Reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden? Jody, diesmal gibt's richtig Ärger! Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Meinen Jungen! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling! Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten mein nichts für ihn Sohn. Tun. Ich will meinen Sohn sehen. Was? Aiden. Mein Zwilling. Was? Mein Bruder. Aiden ist unser Bruder. Wir konnten uns nicht verlassen.
Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Wow. Jetzt wissen wir, wer Aiden ist. Die dunkle oder die helle Seite. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jody. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Die andere Seite. Eine andere Welt. Zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Das Leben oder das Jenseits? Seite mit den Leuten, die wir lieben, die von uns gegangen sind, die wieder in unser Herz schließen können, oder andererseits das Leben, das uns noch bevorsteht. Eine schwierige Entscheidung. Eine wirklich sehr schwierige Entscheidung. Leben und Jenseits. Es tut mir leid, Raiden. Aber das ist die richtige Entscheidung. Jody, komm, wach auf. Jody, wach auf. Jody, wach auf. Jody, wach auf. Jody. Es tut mir leid. Jody.
Beta-Sonde. Sie und so viel Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. Ryans Erklärung abgelehnt oder aufgeschoben 63%. Cole geheilt 78%. Ryan überlebt 89%. CIA-Geld abgelehnt 29%. Dawkins verärgert, Jody angegriffen 25%. Die Beta-Sonne deaktiviert 96%. Und schlussendlich den Tod gewählt haben gerade mal 18%. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Wir haben genug Verderben angestellt auf dieser Welt. Die Zeit musste kommen. Und ich hoffe, dass jetzt wirklich alle Seelen oder Wesen nicht mehr existieren und die Welt somit zu einem besseren Ort geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Beyond Two Souls wieder. Wahrscheinlich die letzte Folge. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain. But I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone.